Willkommen, liebe Leute, hier zum Unboxing der The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition. Ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, noch ein Exemplar davon erwischt zu haben, aber fangen wir gleich mal an, mehr dazu gleich. So, wir machen es als erstes mal auf und schneiden hier ja die Befestigungskleberstreifen gedöns weg. Und ihr seht schon, die Box ist übrigens echt fett, die ist fetter als die Nintendo Switch Box. Vielleicht füge ich da mal ein Foto ein, wenn ich es nicht vergesse, auf dem man beide im großen Verhältnis sieht, weil ich das in dem Video leider vergessen habe reinzutun. Mal sehen. Ja, und was haben wir denn da als erstes? Wenn wir die Box öffnen, haben wir hier, wir sehen es schon, beziehungsweise wir sehen es jetzt, die CD mit einer Auswahl von 24 Soundtracks. Die sind echt cool. Ihr seht, die CD ist verpackt, so sieht sie von vorne aus. Und wir machen die als erstes auf, dann schauen wir uns den Gauer an. So, bei CDs ist immer so, die haben so eine dumme Verpackung. Da muss man ständig dran rupfen, dran rumziehen, bis man das mit ein bisschen Glück dann irgendwie aufbekommt. Am einfachsten geht es doch einfach irgendwie mit einem Messer oder einer Schere. Einfach einmal zack, schon hat man ein Loch drin. Und so kann man die Verpackung abpellen. Ja, diese CD ist nur eine von drei Sachen in dieser Limited Edition. Und damit ist er leider aber immer noch, viel schlechter ausgefallen wie die Limited Edition in der USA. Denn die haben noch mehr Sachen, dazu kommen wir aber gleich. Denn so sieht die CD aus, so sieht die von vorne aus. So von hinten, da hat man Übersicht von allen Tracks, die es gibt. Was die Kamera gerade nicht scharf, jetzt hat er scharf gestellt. Na, da sieht man alle Tracks, die es gibt. Ist ganz schön so mit dem schlichten Schwarz. Und so sieht die von innen aus. Da haben wir hier einmal die CD-Hülle. The Legend of Zelda Breath of the Wild Sound Selection. Und hier haben wir so ein CD-Cover, was man, wenn man es aufhaltet, ist so ein Mini-Poster. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das Poster seht. Ich finde es gut. Und es sieht aus, ja, keine Ahnung, so ein Mini-Poster. Ich habe selbst davon ein paar. Nein. Ist ganz witzig. So. Und diese CD ist auf jeden Fall eine Sache, die in der Special Edition drin ist. Als nächste Sache hätten wir da natürlich das Game an sich. Hier sehen wir das, auch dieses Original verpackt. So sieht das von hinten aus. Und hier sehen wir schon, es ist auf verschiedenen Sprachen. Dazu komme ich aber gleich noch zu sprechen. So, ja, auch das machen wir jetzt geschwind einmal auf. Und wir vergleichen es aber zuerst, denn ja, hier sehen wir die, das ist eine gute Idee, das erste vergleichen. Hier sehen wir nämlich links die, ja, normale Version vom Game, die man da ankaufen kann. Da sieht man vorne, ist ein fettes USK-Logo drauf, während das auf der Limited Edition rechts nicht drauf ist. Und hier bei der normalen Ladenversion ist die Sprache, wie wir sehen können, nur auf Deutsch, während es bei der Limited Edition eben in verschiedenen Sprachen dargestellt wird. Diesmal am Rande. Dementsprechend finde ich die Verpackung von der Limited Edition viel besser, einfach weil da kein USK-Logo drauf ist. Und gut, das mit mehreren Sprachen ist zwar unnötig, da frage ich mich immer, weshalb Nintendo das tut, weil wir könnten das genauso gut auch in einer Sprache machen, aber sei es drum. Ja, vielleicht um kurz drauf sprechen zu können, ich bin echt happy, dass ich die Limited Edition habe, weil die war überall ausverkauft. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch bekommen, und dann lag die mal im Mediamarkt einfach rum. Eine einzigste lag da noch. Ich bin hingerannt, hab sie mir geschnappt und sofort gekauft. Ich meine, überall war sie ausverkauft. Und dann gehst du beim Mediamarkt nichts an und da steht einfach eine. Lol, ne? Also, hier drin haben wir so einen Zettel. Da steht irgendetwas Französisches drauf. Und zwar nur auf Französisch. Was es jetzt aber leider nicht scharf stellt. Jetzt hat, ihr seht hier, wer Französisch kann, kann das lesen. Das ist einfach so ein französischer Zettel. Und das da, liebe Leute, was es gerade noch scharf stellt, es arbeitet ein bisschen. Das hier ist die Game Disc, ne? Nicht Disc, sondern Cartridge, die Game Karte, die Spielkarte, wo das Game drauf ist. So sieht es von hinten aus und so von vorne. Das ist die ganze Speicher-Chip und ihr seht es schon, wie ich es beim Händen halte, wie klein das Ding doch ist, ne? Das ist echt krass, das ist frei ab 12 Jahren. Ja,
Ne, und so sieht eben, ne, da tut man es in die Hülle. So sieht die Hülle aus. Ganz schön, das ist die zweite Sache. Und jetzt haben wir noch die dritte und richtig, richtig fette Sache, die es in dieser Box gibt. Denn ihr seht schon, in dieser Box, da ist ja noch eine Box. Die Frage ist nur, was ist da drin? Ihr wisst es vermutlich schon. Das ist, wie ich finde, so das Besonderste an der Box, das, ja, Speziellste, was es auch nur in dieser Box gibt. Das ist gar nicht so leicht rauszuholen. Aber wir bekommen das trotzdem hin. Hoffe es. Jupp. Dann stellen wir die andere Box mal auf die Seite. Und was haben wir hier? Eine weiße Box mit schwarzen Schriftzügen, wo wir lesen können: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Einmal auf der europäischen Sprache und einmal da auf der japanischen. Ja, zweimal japanisch, wie ihr sehen könnt, hier das japanische Logo. Sieht auch ganz cool aus, finde ich. Und hier eben das deutsche europäische Logo. Englisch, wie auch immer. Ja, dann machen wir es doch mal auf, würde ich sagen. Hier steht schon: Master Sword of Reason. Irgendwas, also da ist das Masterschwert, das Masterschwert drin. Und dieses Schwert, diese Statue, die es da drin verbirgt, die ist richtig, richtig nice. Wie ihr jetzt sehen werdet. Ich ziehe das Ganze mal auf die Seite und ich ziehe die Figur raus. Und wie wir sehen können, ich mache es auf. Das Ganze ist richtig krass gepolstert. Ja, ihr seht es, wenn ich es hier rausziehe, da kommen erstmal die ganzen Polsterungen mit. Ne, aber wenn man, ne, sonst ist da nichts drin. Und wenn man die jetzt aufklappt, so wie wir es jetzt machen, dann sieht man, jetzt mal auf seine Serie, dann sieht man hier schon gleich die Statue, die wir jetzt auch rausnehmen werden und uns, ja, anschauen werden letztlich. Und auch die ist noch was schön verpackt, alles schön verpackt, sodass beim Transport oder so ja nichts passiert. Das ist ganz wichtig. Teures war es übrigens noch hinzu, Special Edition. Und das ist alles, was da drin war. Sprich, das Spiel kostet normalerweise 64 Euro. Die Soundtrack-CD und dieses Extras-Wert haben mich nämlich 99 Euro gekostet. So, sorry für das Telefonklingeln, was gerade im Hintergrund war. So, da haben wir die Figur. Ne, die Statue. Auf jeden Fall kostet hat es 99 Euro jetzt bei mir. Es gibt auch für 90 Euro zum Teil, aber auf die 10 Euro kam es mir erst nicht drauf an. Ich wollte die Special Edition nur noch haben. Ja, so sieht sie aus, wie gesagt. Finde ich es cool vom Aussehen her. Mir gefällt die Statue. Die hat aber, so viel ich weiß, keine Amiibo-Funktion oder so. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal die Zelda Breath of the Wild Amiibo Collection unboxe, lasst mir Daumen nach oben da. Denn dann werde, oder schreibt es in die Kommentare, weil das kann ich auch gerne ganz gerne mal tun bei Gelegenheit, dass ich die als allem was heilige. So, übrigens, ja, ich habe euch von Anfang an erzählt. In der amerikanischen Version ist nämlich noch was anderes drin. Die haben zusätzlich zu all dem, was wir haben, sprich der CD, das Game und dem Master Sword, noch eine total epische Karte, von der ich jetzt ein Bild einblende. Und so eine Münze, von der ich jetzt auch ein Bild einblende. Und was mich am meisten abnervt, was die hier in die Special Edition bei uns in Europa nicht reingetan haben, ein richtig cooles Case. Also eine richtig coole Tasse für die Nintendo Switch. Und auch davon tue ich nochmal ein Bild einblenden. Ne? Und das, was ihr jetzt hier auf dem Bild seht, das ist alles, was wir hier in der ja, deutschen, europäischen Version haben. Aber das denke ich mal auch ganz cool. Und vor allem der Soundtrack und die Statue und das Spiel, alles zusammen, war das Geld definitiv wert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von dem Video, von der Special Edition, vom Zelda. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao.